ist jetzt schon so lange am Eingang. Ja, da haben wir unseren Zettel abgegeben mit den Daten drauf, wie das normal ist. Und einige waren geimpft. Und die brauchten auch den Zettel abgeben, ohne Impfausweis zu zeigen. Also frage ich mich, für was geht man dann impfen? Aber voll normal. Ich freue mich und habe hier was zum Lachen und zum Freuen. So, gucken wir mal ein bisschen. Heute ist hier in Koblenz wieder ein großes Traktortreffen. Ist zwar auf ein paar, glaube ich, 900 oder knapp 1000 Leute begrenzt, aber gucken wir mal. Jetzt gibt es Mittagspause, Mittagsruhe. Alle Traktoren bleiben aus. Und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. So, jetzt gibt es Mittagspause. Ja, im Osten gibt es sowas noch. Dass man ein bisschen Ruhe hat. Kleingärtner. Und dann um eins geht es dann wieder weiter. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit rumzugucken. Und der Mist wird ja noch woanders passieren, auch in Gaststätten und woanders bei Veranstaltungen, so ein Scheiß. Stell alle an die Wand, die 89 auf die Straße. Und da sage ich mir mal, da wirst du doch bloß verarscht. Ja? Holger, du kannst ja ein bisschen rumlaufen, dann können wir uns ja irgendwo treffen wieder hier vorne. Weil jetzt ist ja eh Mittagspause, machen sie ja nichts wegen der Ruhe. Und da kann man in Ruhe Zeug bitte machen, knipsen und sowas. Und, wisst ihr? Muss ich sie da? Warum stellen Sie sich da? Da stelle ich mich erstmal nicht an, das mache ich später was essen, wenn ich dann fertig bin. Na, warte ich. Wusste ja nicht. Aber so hätte ich jetzt gemacht. Weil jetzt ist ja eh keine Standveranstaltung. Die müssen ein bisschen Ruhe machen jetzt bis um eins. Aber zumindest ist das Wetter schön. Nee, ich musste gerade so lachen vorne. Und der hinter mir stand, der war ja ohne gepiekst. Der hat Obus gefeixt. Aber das siehst du mal. Ne? Im Fernsehen wird das erzählt und in Wahrheit ist es ganz anders. So, wann sagst du um 13 Uhr? Ja, 13 Uhr geht es wieder weiter. Jetzt ist doch um 12, ne? Ja, ja. Genau, eine Stunde Mittagspause, wie sich das gehört in Osten. Und dann geht es weiter. Und da haben wir nämlich bitte Zeit, jetzt erstmal unser Zeug zu machen. Ich glaube trotzdem, dass so viele Leute da sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ist ja sonst nichts los, ja. Nicht schlecht. Guck mal, der Trabi ist ein Hart. Theo, guck mal, der Trabi ist ein Hart.
Achtung! Die Strömung ist gut. Ich hab den Ohren gestreichelt, den hab ich auch mal gesehen. Ja, der hat fast die gleiche Mache gemacht wie ich, oder? Das ist echt schönes Auto. Nicht schlecht. Ja,
warmer Tag heute. Aber schön. Kommt mal wieder ein bisschen raus. Besser wie so ein Pisswetter. Ja, bis um eins müssen wir noch durchhalten. Mittagspause. Und dann geht's weiter. Ich will überlegen, das Stativ zu holen. Ah, mal sehen. Suppe. Mein Vater auch mal, der ist mal aus Holland zurückgekommen, wollte Motorräder mitbringen und kam mit einem Landsbulldog. Der krasse, was halt so passiert. Nee, mein Vater hat und Alter. Da wurde der Hänger aber nicht groß genug sein. Doch, doch. Der hatte seinen ganz großen Hänger, seinen Duperhänger mit. Der hat ja 15 Motorräder, wenn er Motorräder holt. Das war aber bloß. Das war bloß ein Cleaner. C25? Ja. 25er Winter, der hat doch einen Hänger. Das ist ein Dumperhänger gewesen. Den hatten die Dumperfreunde Lehndorf, hatten das für ihre Meisterschaft. Ja, das ist übrigens der Anhänger. Hä? Und damit hat der Grüne an Dumperfreunde abgekuft. Ja, das ist gut. Ja, auf jeden Fall kam es an die Ungefähr, der Takt von Dumperfreunde. Ja, der hat das nicht so. Ich habe mir gerade gesagt, ich wundere mich, warum die Kamera nicht angeht. Ich muss sie erstmal anschalten. Ah, ja. Das Alter. Oder man ist schon so verblödet von Corona, dass man gar nicht mehr weiß, wie man überhaupt heißt und ob man überhaupt nach Hause findet. So schlimm ist das schon. Dann die Sonne noch, dann ist man schon teilweise verblödet. Aber das Ding sieht geil aus. Kann ich noch gar nicht. Hat was. So ein kleines Gogo-Mobil. Ich habe mich gerade gewundert, warum die Kamera nicht angeht. Wollen wir noch was anderes in Angriff nehmen? Heute? Ja. Ich weiß nicht. Wir werden ja bestimmt bis 13, 14, 15 Uhr hier bleiben. Und dann wird es eh zu spät.
Schönes Teil. Nicht schlecht. Ich glaube, für manche Veranstaltungen ist das Ding günstig besser. Müsste bloß von der Linse her was Besseres noch haben. Da ist die große Kamera wieder besser, aber schwerer. Das war mir alles zu lange, dann habe ich eine halbe Stunde Schlaf wieder einbüßen. Wir mussten heute wieder auf Top-Level sein. Mach doch mal einen Akku raus, wieder rein. Oder hast du was verstellt drin? Bei den Farben. Das sieht bloß, bei mir sieht das auch so blöd aus auf dem Monitor. Das ist die Sonne. Und zu Hause sieht das komplett anders aus. Denn ich probiere dann immer, wenn irgendwas nicht geht, schalte ich dann auf Automatik. Probiere da mal, wenn das genauso aussieht, dann passt Automatik das. Automatik kommt nicht in die Frage. Nein, aber zum Testen, wenn du mal nicht weißt, ob es stimmt. Ich bin eher ein Fuffler. Ja, ich auch. Ich habe es jetzt mittlerweile so eingestellt, dass es einigermaßen passt. Aber man findet immer was. Ich sage, wenn das Wetter so ist oder so ist, musst du immer ein bisschen umstellen. Aber normal habe ich jetzt die Einstellungen so, wie sie sind. Und dann passt das. Und ich nehme auch ein bisschen mehr Zeit jetzt zum Knipsen. Damals habe ich immer drauf gedrückt, immer unscharf. Ja, mache ich auch nicht mehr. Von 100 Bildern waren dann fast 80% im Arsch. Aber jetzt geht's. Ja, um eins ist dann großes, wie sagt man, Traktor. Wie heißt das mit den Traktoren, mit dem Gewicht hinten dran? Dieser Traktorwettkampf nachher, wo sie die Gewichte hinten dran haben. Wo sie dann auf die Meter einmal ziehen müssen, dementsprechend die Tonnen hinten dran. Komm jetzt bloß nicht auf den Namen. Ist ja auch egal. Ich wollte eigentlich gestern schon gehen, aber da war im Programm, was mich interessiert hat, war das die Treckerausfahrt für die 2 Stunden, aber da wusste ich nie, kommst du mit auf den Trecker drauf, da wäre ich mal mitgefahren. Und heute ist dann auch wieder andere Sachen. Aber wir sind ja sonst immer Sonntag gewesen, ne? Soweit ich weiß. So schlimm ist es jetzt nicht. Und ich denke mal, ein Tag reicht. Aber das Ding macht sich besser wie die. Wenn ich sowas jetzt hätte für die große Kamera, so ein kleines Ding, nicht das große. Ich wollte den großen schon einpacken, aber da schleppst du wieder 3,5 Kilo mit. Und
ich habe es letztens gemerkt auf der Brücke, das wurde langsam schwer. Aber die Aufnahmen sind gut geworden. Und bei der Kamera ist eben blöd, das ist eben keine so gute. Alles handverkabelt. Mein Akku ist schon leer. Ja, die halten einfach nicht. Das wäre auch frisch hier, ne? Die alten Sachen, die haben was. In der ganzen Ausstellung ist das das Beste. Oh ja, vielleicht finden wir noch irgendwo was Schönes. Das ist ja eine Traktorausstellung eigentlich, keine Autoausstellung hier. Vielleicht war es mal ein Traktor. Naja, gut. Kannst du gucken, entweder habe ich richtig Glück oder so. Hier ist kein Trockenöl und nicht drunter. Der ist neu gekommen. 6 Mann passen rein. Achte. Machen wir bald alles durch. Da hinten steht noch schön ein Auto. Ich sage, manchmal sieht man so Sachen, die wir gebaut haben, die gar keiner kennt. Also ein Akku habe ich schon leer, sind wir bestimmt. Was man hier im Kopf hat, wisst ihr doch. Die sehen schon schön aus, die Dinger. Du wärst auch was für mich. Aber wo willst du den parken? Da muss ich mir ein Haus noch dazu kaufen mit der Garage, da passt er rein. Oh ja, kein Problem, wir haben es doch. Oh, das sind schon schöne Autos. Hat was. So was sollten sie wieder bauen, nicht diese scheiß Dinger, was sie jetzt alles haben auf der Straße, wo eins wie das andere aussieht. Wie kommst du in der Stadt in keine kleine Parklücke mehr rein? Genau. Müssen die Straßen breiter machen, ist doch nicht das Problem. Wird da jetzt eh überall gebaggert. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Bei unseren Autos stopfen sie voll mit Elektronik und alle 5 Meter bleiben die stehen. Ja, wenn du mit Luftwurf hast, bist du erschossen, dann kannst du nicht mehr machen. Ich habe auch noch so einen schönen alten BMW. Der fährt und fährt. Ja, siehst du,
Die neuen Autos mag ich überhaupt nicht. Zu viel Scheiß drin, was keiner braucht. Zu teuer. Taugt nicht mehr. Vorlang gehen. Dick und fett. Ja, sowas darf auch nicht fehlen. So muss ich mit der anderen Videokamera weitermachen. Weil bei der kleinen ist der Speicher voll. Erst war der Akku leer, jetzt ist der Speicher voll. Man filmt wieder zu viel. Und die Videos werden wieder mega groß. Wie immer. Aber ist nicht weiter schlimm. Hat man wenigstens Material. Und wenn man genug hat, kann man ein schönes Video drehen. Ich muss noch ein bisschen aufheben vom Akku her. Wegen der Veranstaltung nachher. Das ist eine Rarität. Oh, das sind schöne, also die alten Sachen, das hat einfach was. Ja.